Moin, moin und herzlich willkommen. Willkommen auch zurück auf unserer, ja, Todesfahrt, sage ich mal so halbwegs. Hier quer durch die Waller, quer durch Frankreich jetzt. Ja, zusammen mit Hoshi Moin, moin. und Seewolf Moin. sind wir hier im ETS fahren. Ja, mein Auflieger hat schon 1,7% Schaden, weil uns Leute gerammt haben. Ja, also es ist immer toll. Aber gut. Wollten ja nicht auf mich hören und die schöne Strecke fahren. Oh, Mount-Strecke. Mount out. Ja. Chevelle, nimmst du gerade auf? Ja. Ja. Okay, gut, dann fahre ich später nochmal. Gut. Ja, Chef, gib Gas. Ich gebe Vollgas. Ich hab die wieder eingeholt. Die Ja. Maut stellen, ne? Hab Gar doch nicht eh so einfach. so eine Bremse vor mir. Ich kann ihn auch nicht überholen, weil er links nach rechts, von rechts nach links pendelt. Oh, aber dann ziehst du mich wieder vor den Karre. Muss Na auch Junge, hast du bremsen. festgefahren da drüben, ja? Das sind alles Fahrer hier, du. Verstehe ich gar nicht. Nee, ich auch nicht. So, tschüss, der ist weg. Ja, Basti, was ist denn? Läuft oder läuft nicht? Mal gleich rüber, sondern Chef fertig ist. Gut. Alles klar. Oh, oh. Hat sie abgeschaltet. Schnell noch Mikro gefuttert. Ja. Wer weiß, vielleicht kriegt er nichts. Ja, wer weiß, Chips sind alle. Ja, ich hau mir hier auch gerade meine rein. Alles gut. Zum Knabbern zwischendurch mal ein Mikro. Schön kross. Was schön. Total Guck mal, hier kann man auch wenden. ja. Das mache ich immer, wenn ich Erkundungsfahrten mache, nämlich diese Ausfahrten. Ne? Ja. Ja. Weil jetzt deckst du ja nur eine Seite auf. Wenn ich alleine fahre, mache ich das meistens mal so, dann fahre ich bis zum Ende, gucke, wo ich da hinten drehen kann, da stelle ich meinen Auflieger hin und dann drehe ich einmal um und fahre schnell zurück und fahre wieder hin. Auflieger. Na, so was meine ich. Habe ich keine Lust drauf. Wie lange dauert es, bis der Auflieger verschwindet? Gar nicht. Gar nicht. Und wenn er gerammt wird? Ja, schauen. Tja. Also irgendwo einfach hinstellen ist auch manchmal eine blöde Idee wahrscheinlich. Siehst du 10 LKWs, die da immer wieder drauf Ja, reinfahren? bam. Und der fliegt dann mal weiter durch die Luft. Ja, gut, du solltest schon überlegen, wo du den hinstellst. Nicht auf links oder so, ne? Ja. Schön quer auf Ich die würde jetzt Autobahn abkoppeln. Hier auf den Dings hinstellen. Auf dem Rastplatz kurz. Würde dann umdrehen. Ja. So besser ist im Wald verstecken. Irgendwo verstecken. Im Wald. Oder hier an der Mountstelle. Das wäre dann egal. Oh, zwei LKWs, wunderschön geparkt auf der Raststätte. Ja. Sieht toll aus. So, Chef, was ist denn jetzt? Ja, ich gebe Vollgas. Auch ramm ich Ja. nicht. Dann bleib auf deiner Spur. Ich bin auf meiner Spur. Komm, gib Gas. Du bist mein Schutzschild. Fahr hinter mir. Hast du gesehen, wie man jetzt solche Baustelle fährt? Ja, du kannst es besser, weißt du doch. Macht der Meister. Geradeaus. Nope. Steckt sich an. Tut mir leid, aber ich gehe jetzt gar nicht mehr. Heißt ja auch nach.
Oh, gleich immer in Deutschland. Ja. Nur noch 400 Kilometer bin ich in der Schweiz. Direkt an den Grenzen. Ja, wir haben auch nur noch 1032. Ja, das ist schon mal eine zweite Fahrt. Ja, zieh einfach rüber. Zieh einfach rüber. Blinken Brustet nicht. Toll. Weißt du, wer blinkt, verliert. Blinken ist total überbewertet. Was ist das denn für eine lange Baustelle hier? Ich lass ihn mal wegfahren, ey. Moin, Christian. Sag, Hoshi. Christian. Wir nehmen gerade auf. Na, wo fahrt ihr schön hin? Nach Rom. Nach Rom? Kann ich sehen. Warum? Siehst du das? Ja, das sieht er doch. Ich fahre in die Schweiz. Ja. Vorhin schon ein paar Mal gerammt. Sehe ich nur noch. 1,7 und 0,9% Schaden, würde ich sagen. Ja. 0,0. Warum kann ich Seewolf denn noch nicht sehen? Weil er nicht in unserem Team ist. Achso, er darf nicht, oder was? Er wollte noch nicht. Achso. Wie 0,1,7, 0,9. Du hast 0,9. Okay, aber auf den Zug mich. Ne, auf dem Auflieger. Auf dem Auflieger sagt er mir. Das sagt die Ingame, sagt er das nicht. Sagt er 0. Nee. Nimmt er die erste Zahl. Weiß ich, von hinten bekloppt er wieder. Wie auch geschnitten, pass auf. Na, ich bin voll in die Eisen gegangen. Ich hab's gesehen. Ah. Ja, weil das hatte ich vorhin auch schon. Habe ich auch schon gebremst, aber auch schon besser. Weil die versuchen dann rüberzuziehen, dich zu rammen von der Seite. Und wenn du bremst, ziehen sie vorbei und brettern vielleicht in die Leitplanke. Mit Glück. Da fällt mir gerade ein, wie du mit Alpha rübergefahren bist. Fast, man kann das Nummernschild lesen und dann gehst du voll in die Eisen. Der ist mir nicht reingeknallt, aber der Alpha ist mir hinten reingeknallt. Oh, Chef, komm, überhol. Ich geb da schon Vollgas. Ja, ich bin gerade vom Gas. Aber ich glaube, ich werde jetzt wieder Scania fahren. Die Achse. Dann will die Chefe auch gleich holen. Ja, aber nicht in Vierachse. Dreiachse finde ich schöner. Ja, finde ich auch schöner. Ja, ich habe jetzt momentan nur noch das Facelifting. Hast du nicht gesagt, du bist vom Gas gefahren, du fährst 90? Stimmt. Ja, wie ich bei Kapier. Lass mich nur rollen. Sagt, komm, fahr vorbei, ich geh vom Gas und dann rollt ihr mit 90 den Berg runter und ich so Vollgas, Vollgas, Vollgas. Nur sag gleich schon bei 70. Johnny, bergab geht. Warum habe ich jetzt eigentlich schon Geld auf meinem Konto? Ist doch schön. Freu dich. 72 Euro irgendwie bekommen. Ja, Spesen wahrscheinlich und Verdienst, keine Ahnung. Ich habe das System noch nicht ganz verstanden. Nur noch 937 Kilometer. Ja, sehe ich. Ich hoffe nur noch, wir kommen noch heil an. Mein Gott, ne, jetzt ist mir auch einer reingefahren. Scheiße. Und? Hast du gesagt, ja, bei mir fahren alle richtig. Wenn jetzt überschlägt er sich vor mir. Voll Pfosten, ey. Sag mal, Hoshi, hast du heute dein LKW irgendwie überladen gehabt? Warum? Sagte Alpha, Robbe sowas in Richtung. Dass du so gut wie überladen warst heute mit dem Müllwagen. Ja. War ich. 400 Kilo oder sowas? 160. 760 Kilo. Oh, Hauer. Hast du da nicht viel gearbeitet heute? Was? Doch. Wenn du 760 Kilo bloß zusammen hattest? Ich fahr doch nur noch Bio. Ach so. So, Schweiz. Voll, voll. Dann ist er sich auch noch großartig am Beschweren. Och, nö, ne. 5% an der Zugmaschine, 20% am Hänger. Ja, das hat sich mal gelohnt. Und du hast gesagt, bei uns, wir regen uns künstlich auf. Bei dir fahren sie alle vernünftig. Am Auflieger sind die Achsen alle rot.
Guck mal, der Christian hat sich angemeldet bei ETS. Ja. Was sagt denn nach Tümmel, du Arschloch? Ja. Zieht hier sieben Blöden vorbei und rammt mich. Europa 3. Oh, da ist ja fast voll der Server. Ja, so fährt sich's auch. Ich muss erstmal nach Kiel. Nach Kiel? Ja, sein Lester holen. Wenn ich den LKW tausche, komme ich in Kiel wieder raus. Na, steck uns jetzt nicht an mit deiner Müdigkeit hier. Du hast angefangen. Ich hab's gerade überwunden. München, Zürich, Italien. Bitte nach Italien, den schnellstmöglich rein. Dann ist man fast safe. Also, das sagst du. Also, vor den schlimmen Rasern? Ja, definitiv. Achtung, ich hab stark gebremst. Dein Wort in Gottes Gehörgang. Weil die ganzen Raser-Kiddies nicht das ganze Geld ausgeben für die ganzen DLCs. So sieht's aus. Aber 1,7% Schaden geht ja noch. 0,9 auch. Ja. Guck mal, Milano. Milano. Fluchen, ey. Wo seid ihr denn jetzt ungefähr? Keine Ahnung. Ich fahr straff, Zürich Richtung. Ich kann's dir sagen, wenn irgendwo ein Schild kommt, eine Abfahrt oder so. Also ich kann dir sagen, wir sind irgendwo da, wo ein lilaner Luftballon rumschwebt. Zwischen Zürich und Bern fahren wir gerade durch. Zürich und Bern. Dazwischen fahren wir gerade runter. Ich glaube, da hab ich. Ach, das hat ja auch nicht mehr allzu weit weg. Ich will schnell nach Italien Vollgas kommen. Gib ihm. Bern hab ich nicht. Zürich. Aber wir können nicht warten. aber du bist ja schnell mit einer Zugmaschine. Ihr fahrt jetzt noch runter nach Rom, ne? Ja. Ja. Hab ich dann Auftrag nach Rom? Bestimmt. Gibt so viele Aufträge. Kannst ja mal Frachtmarkt gucken, vielleicht holst du es ja noch ein. Ja, dann ja, kannst du es einholen. Sowas in der Richtung hatte ich jetzt davor. Auftragsangebot, Frachtmarkt nach Rom. Nach Roma, Paris. Rehm, nee, da würde ich nicht. Nee, würde ich auch nicht hinholen. Chef, deckst du hier auch noch auf oder hast ja. du schon? Denke ich auch ja. auf. Ja, ehrlich. Du auch? Ja. Was kostet gerade Italien? Bei Instant Gaming 12,20 Euro irgendwie. Ja. Hatte ich einen Link in Stammspieler-Chat geschrieben. Ist immer noch am günstigsten aktuell von allen Seiten. Hatte ich gestern Abend gerade geguckt. Aber da hat man seine Ruhe. Dann bleibe ich erstmal in Italien und fahr da rum. Naja, du musst es bei Instant kaufen. Wie gesagt, mit PayPal-Gebühren liegst du bei 12,20 Euro. Und du hast sofort den Key. Wirklich, ja. Du gehst auf die nächste Seite und sofort hast du den Key. Also schneller geht's nicht. Und die ganzen DLCs sind alle relativ günstig bei Instant. So Leute, das war schon wieder mit dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, Daumen da lassen, schreibt was in die Kommentare. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss. Ciao.